Nachdem Carina erst bei McDonald's, dann bei der Tankstelle, dann beim Dönerladen, dann im Taxiunternehmen, dann bei Edeka, dann beim Weihnachtsladen, dann als Ärztin, dann im Restaurant, dann als Kinokartenverkäuferin, dann als Flughafenmitarbeiterin, dann im Schönheitssalon und dann als Mitarbeiterin der Deutschen Bahn rausgeschmissen wurde, hat sie nun einen neuen Job! Carina arbeitet in ihrer eigenen Praxis als Psychologin. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei Carina bei der Arbeit. Naja, und das hat dann alles dazu geführt, dass mein kleiner Jonas das nächste Schuljahr wiederholen muss. Schade, oder Jonas? Ja, wirklich sehr schade, ja. Naja, und jetzt fragen wir uns halt, ob das was mit der Trennung von meinem Mann zu tun haben könnte, weil das hat den Jonas schon sehr mitgenommen. Hören Sie zu, Frau Riesling. Frau Sasamund. Entschuldigen Sie natürlich. Also, Frau Riesling, dass Ihr Sohn die Klasse wiederholen muss, hat rein gar nichts mit der Trennung von Ihrem Mann zu tun. Sind Sie sicher? Volle Möhre. Aber woran könnte es dann liegen? Oh, Frau Riesling, Ihr Jonas, der ist dumm. Wie bitte? Jonas ist dumm. Aber er hat doch schlechte Noten und muss deswegen wiederholen, oder? Ja. Dumm. Aber er war vorher super in der Schule, das haben auch die Lehrer bestätigt. Also auch, dass der Leistungsabfall zeitgleich mit der Trennung meines Mannes war. Frau Schmidt, man sucht sich dann ja auch immer Ausreden, nicht wahr? Welche Mutter möchte sich schon eingestehen, dass ihr eigener Sohn dumm ist? Mein Sohn ist nicht dumm. Verdrängung bringt uns hier nicht weiter. Ich bin nicht dumm. Ich wurde sogar zum Klassensprecher gewählt. Hören Sie doch, was für dummes Zeug er redet. Also, vielen Dank für Ihre Hilfe, aber ich denke, der Jonas ist bei einem anderen Psychologen besser aufgehoben, ja? Warten Sie! Wollen Sie wirklich wechseln? Weil ich habe in diesem Moment herausgefunden, warum Ihr Sohn so unglaublich dumm ist. Ja, also, okay, wieso denn? Er hat's geerbt. Von ihm! Carina bei der Arbeit. Naja, und dann kam mein Mann ins Schlafzimmer und hat seine Sachen gepackt und meinte, er will nur schnell Zigaretten holen und er sei gleich wieder da. Es ist jetzt 3 Monate her. Ich verstehe das nicht. Wir waren so glücklich. Frau Rosenthal, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Oh, das wäre so schön. Ihre Google-Bewertungen waren hervorragend. Die habe ich alle selbst geschrieben. Also, die Wahrheit ist aber jetzt sehr brutal und hart. Haben Sie eine Idee, was mit meinem Mann sein könnte? Er hat sie verlassen. Was? Er poppt mit einer anderen. Mit wem? Mir. Was? It is what it is. Das ist ein Scherz. Ihr Mann und ich schnacksen seit 7 Jahren miteinander. Er hat sie nie geliebt. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Sorry, aber ich bin auch nur ein Mensch mit Ecken und Kanten. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Er meinte mal, Ihre Zähne seien so gelb wie Käse. Und er mag wirklich gar keinen Käse. Das stimmt, er hasst Käse wirklich. Und er meinte, nach der Schwangerschaft seien sie ganz schön fett geworden. Und das fand er wirklich so gar nicht sexy. Oh, die Zeit ist um. Das macht dann 120 Euro, bitte. Kommen Sie nächste Woche wieder? Carina bei der Arbeit. Julia. Man merkt richtig, dass du verliebt bist. Ja, ist echt verrückt. Erzähl doch mal. Ja, ich gehe in die 9. Klasse. Und in der 9. Klasse ist auch der Mike und dem bin ich total verknallt. Mike! Wie schön. Sag mal, gehst du zufällig auf das Ernst-Wilhelm-Gymnasium? Ja. Alles klar! Mike liebt dich nicht. Was? Na, Mike liebt dich nicht. Woher kennen Sie Mike? Er war gestern bei mir und hat erzählt, dass er in eine andere verschossen ist. In wen denn? Lisa! In Lisa? Aber... Hä, sowas dürfen Sie mir noch gar nicht erzählen. Stimmt. Kacke. Ich bin so ein Plappermaul. Oh Gott. Das muss ich nachher erstmal meiner besten Freundin Sina erzählen. Sina findet dich super nervig. Und sie ist auch in Mike verliebt. Was? Sina war vor 2 Wochen bei mir. Wieso? Ihr Vater ist gar nicht ihr echter Vater. Hat sie vor 2 Monaten rausbekommen. Wieso erzählen Sie... Ich Plappermaul! Jetzt bin ich aber wirklich ruhig. Unfassbar. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Und Mike war meine Frau. Hä? Und deine Lehrerin Frau Rohstock hasst dich und gibt dir deswegen schlechte Noten. Frau Rohstock ist auch bei Ihnen in Behandlung? Jeden Freitag 17 Uhr. Aber wieso hasst sie mich? Entschuldigung? Hast du mal was von der ärztlichen Schweigepflicht gehört? Wenn ich das erzählen würde, könnte ich meine Praxis gleich dicht machen.
Okay, dann... Sie hatte Sex mit deinem Vater. Für deinen Vater war es aber nichts mehr als ein One-Night-Stand. Deswegen lässt sie den Hass jetzt an dir aus. Aber wir schweifen ab. Du bist also in Mike verliebt, ja? Julia, du kannst mir alles erzählen. Deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Carina bei der Arbeit. Gut, ich fasse noch einmal zusammen. Ihre Ehe ist eigentlich ganz in Ordnung, nur ihre zwei Kinder machen ihnen das Leben zur Hölle. Ist das richtig? Unsere Kinder sind Kackbratzen. Britta! Ist doch so, Norbert. Carina bei der Arbeit. Naja, ich kann das jetzt auch nicht mehr ändern, dass ich meinen Mann betrogen habe, aber ich weiß halt nicht, wie ich ihm das sagen soll. Vielleicht auf Deutsch? Nee, ich meine, ob ich die Kraft habe, mich da hinzusetzen und ihm das zu erzählen. Ich werde Ihnen jetzt mal zwei Dinge verraten, aber behalten Sie bitte für sich. Natürlich. Ich bade gerne in Hackfleisch. Okay. Das war das eine. Das andere ist, ich habe meinen Mann auch schon mal betrogen. Und wissen Sie, wie ich es ihm gesagt habe? Nein. Wie denn? Gar nicht. Gar nicht? Nö, gar nicht. Haben Sie denn gar kein schlechtes Gewissen? Nö. Gott, ich glaube, das könnte ich nicht. Glauben Sie mir, das geht. Wenn Sie es ihm erzählen, gibt es doch nur Stress, bla bla bla, Diskussion, bla bla bla. Aber er hat ein Recht, das zu erfahren. Wie Scheiß hat er? Ich muss ihm das erzählen. Sie sind eine Frau, Sie müssen nur Essen machen, sonst gar nichts. Sie meinen also, ich soll aufhören, ihn zu betrügen, aber ihm das trotzdem nicht erzählen, was ich gemacht habe? Genau, nichts erzählen. Okay. Aber weitermachen. Nein, tut mir leid. Also das, was sind denn das überhaupt für Tipps? Nicht so gute? Das ist eine Frechheit. Sie sind nicht sehr zufrieden gerade, oder? Ich bin erschüttert, dass Sie solche Vorschläge machen. Sie haben vollkommen recht. Ja, Sie haben vollkommen recht. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Entschuldigen Sie. Ich entschuldige mich. Okay. Ich möchte, dass Sie diese Sitzung heute umsonst bekommen. Ja, Sie müssen nichts bezahlen. Das freut mich. Vielen Dank. Ich muss es nur eben mit meinem Chef abklären. Ja, kleinen Moment. Hallo, hier ist die Psychologin Ihrer Frau. Ja, Ihre Frau hat Sie betrogen. Mehrmals, genau. Ach so. Sie kommt gleich nach Hause und wird es Ihnen erzählen. Tschüss! Sie werden sehen, das gibt nur Ärger. Carina bei der Arbeit. So, schön, dass Sie da sind. Wo drückt denn der Schuh? Ja, das ist mir etwas unangenehm, drüber zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein sehr unangenehmes Thema, aber ich hab's schon gerochen. Sie stinken nach Schweiß. Ich empfehle Ihnen zweimal in der Woche... Nein, das ist es nicht. Sie stinken trotzdem nach Schweiß. Bitte gehen Sie duschen. Danke für den Tipp, aber es ist, um ehrlich zu sein, noch etwas viel Unangenehmeres. HSV-Fan? Ich habe... Erektionsstörung. Wollten Sie mich gerade auslachen? Ja, das wollte ich. Entschuldigen Sie bitte. Ich war mehrmals beim Arzt, aber er meinte, er konnte nichts feststellen. Er meinte, es wäre vielleicht eine Kopfsache. Sie kriegen Ihren Kopf nicht steif? Nein. Ach so, mein Kopf ist daran schuld, dass ich die Erektionsprobleme habe. So war es. Unangenehm. Ich weiß, total. Peinlich auch. Sehr, sehr, ja. Folgendes Problem. Ich kenne mich mit Erektionsstörung nicht so aus. Nein? Ist nicht mein Fachgebiet. Ah, okay. Könnten Sie mich vielleicht an eine Psychologin oder an einen Psychologen weiterleiten, die sich damit auskennt? Nein, lassen Sie mich doch erstmal ausreden. Okay. Kleiner Schlappschwanz. Bitte? Ich kenne mich nicht damit aus, aber meine Kollegin Gabi schon. Ah, okay. Dann würde ich sehr gerne einen Termin bei Ihrer Kollegin... Gabi? Hast du Zeit für eine Erektionsstörung? Sie sagt, sie hat Zeit. Okay. Und wann wäre dann der Gabi? Termin? Gabi! Wann wäre der Termin? Montag, 9.45 Uhr. Wunderbar, das passt perfekt. Klasse. Dann Ihnen ein schönes Wochenende und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie sich Ihre Frau selbst, also... Ich denke, ich werde das alles nächsten Montag, also... Gabi, alles okay? Oh nein, nicht schon wieder. Was ist denn? Gabi ist hängen geblieben. Ich muss ihr System neu starten.